Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr bestimmt am Hintergrund schon erkannt habt, gibt es heute mal ein anderes Video von mir. Und zwar bin ich heute bei meinem Praktikum bei der Lokalredaktion der Augsburger Allgemeine, also Augsburger Allgemeine Zeitung. Für die Leute, die Abkürzung nicht kennen, weil sie aus Berlin oder sonst woher kommen. Und ich möchte euch heute meinen Arbeitsalltag zeigen. Also nicht unbedingt meinen Arbeitsalltag, sondern den Arbeitsalltag meiner Kollegen, die halt angestellt sind. Es sind ja jetzt nicht wirklich meine Kollegen, weil ich hier ja nicht arbeite. Ich gehe ja noch zur Schule, also falls das wieder irgendwelche Missverständnisse gibt. Ich bin hier nur fürs Praktikum. Und ich möchte euch einfach die Redaktion hier ein bisschen vorstellen. Bevor wir jetzt mit dem Video starten, könnt ihr mir ja mal euren Traumberuf in die Kommentare schreiben. Und wenn ihr schon einen Beruf habt, dann was ihr eigentlich gerade arbeitet. Und ich stelle euch da mal den Beruf des Journalisten näher vor. Leute, wir haben eine Freiwillige gefunden. Mit mir wird jetzt gleich Feli ein kleines Interview machen. Und zwar werde ich ihr 5 Fragen stellen. Und ja, das werden wir euch gleich zeigen. Und ich bin sehr froh, dass ich jemanden gefunden habe, der mit mir das Interview macht. Journalisten zu werden? Also ich hatte nie den großen Traum vom Journalistendasein, aber ich habe einfach während dem Studium ein Praktikum gemacht und gemerkt, dass es mir Spaß macht, habe noch mehr Praktika gemacht und wurde dadurch immer mehr bestätigt, dass ich den Beruf machen will. Das ist ja schön, aber was machst du eigentlich täglich so bei der Zeitung? Also es fängt immer an, erstmal mit einer Konferenz, wo wir einfach verschiedene Themen für den Tag besprechen und dann geht jeder an seine Arbeit und recherchiert. Also es ist, man muss viel telefonieren, man spricht viel mit Leuten, man geht auf Termine, genau, und am Ende muss man einen Text darüber schreiben. Okay, über welche Themen schreibst du denn am liebsten? Alles, was menschlich ist. Also die Themen finde ich am schönsten, wenn man wirklich einfach rausgeht, also wenn man nicht am Telefon sitzt und sich Infos holt, sondern wenn man rausgeht und Menschen trifft, die einem ihre Geschichte erzählen. Das finde ich immer am spannendsten. Okay, und was war bislang dein schönstes Erlebnis in deinem Beruf? Ich habe lange darüber nachgedacht und ich kann kein konkretes Beispiel nennen, aber es waren genau die Sachen, also an die ich mich erinnere, das waren immer Begegnungen mit Menschen und die Geschichten, die sie mir erzählt haben, an die ich mich erinnere. Also es gab zum Beispiel eine alte Frau, die jetzt in der Schweiz lebt, die nach Stadtbergen zurückkam zu Besuch und mit ihr habe ich so einen Stadtrundgang gemacht durch Stadtbergen und sie hat mir einfach erzählt, wie das früher hier aussah und was sich verändert hat. Sowas, das war super spannend. Das ist auf jeden Fall interessant. Und kommen wir zur letzten Frage. Was würdest du Schülern empfehlen, die sich für die Zeitung interessieren? Also das Wichtigste ist, man muss gerne schreiben wollen. Am besten auch viel lesen, das hilft auch. Neugierig sein, sich für Dinge interessieren, offen sein. Genau, und wenn man es ausprobieren will, also wir haben jede Woche am Donnerstag erscheint die Jugendseite bei uns in der Zeitung. Das ist von Jugendlichen für Jugendliche. Und jeder, der Lust hat, mal auszuprobieren, das mit dem Schreiben, kann das auf dieser Seite tun und sich einfach bei uns melden. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Danke fürs Interview. Sehr gerne. Um hier an der Zeitung mitschreiben zu dürfen, braucht man auf jeden Fall erstmal Abitur. Und dann noch ein Studium, entweder in Journalismus oder in Geisteswissenschaften. Und man braucht halt auch ein 2-jähriges Volontariat, so heißt das danach, wo dann die jungen Redakteure lernen, wie man richtig schreibt. Klar, ich habe jetzt auch schon Artikel geschrieben, aber ich bin nur Praktikantin. Das heißt, ich kann jetzt nicht die Zeitung planen oder sowas. Also für alle Leute, die sich denken, ja, schreiben kann doch jeder. Es muss schon speziell sein. Es gibt auch spezielle Formen und man muss vieles einhalten. Und ich mache die ganze Zeit so, tut mir leid. Ja, also es ist schon ein bisschen anspruchsvollerer Beruf, aber ich finde es eigentlich trotzdem ganz nice. Also mein Arbeitstag hier beginnt um 9:30 und endet um 2:30, also das haben wir halt so ausgemacht. Aber die Journalisten kommen meistens so zwischen 9 und 10 und um 10 Uhr ist dann auch Konferenz, also hier in diesem Konferenzraum, den zeige ich euch aber auch gleich noch näher. Und die Arbeit geht dann schon bis 5, 6, bis halt die ganze Zeitung fertig ist und nach der Konferenz gehen dann die Journalisten erstmal Informationen suchen, das heißt, sie telefonieren rum, sie
suchen Informationen im Internet, also sie recherchieren halt. Und dann, wenn sie Glück haben und nicht noch irgendeinen Artikel fertig schreiben können, dann sind sie auch mindestens ein, zwei Mal die Woche unterwegs und fahren zum Beispiel auf Prozesse oder befragen einfach Leute hier in der Region, weil es hier ist eine Lokalzeitung, also die machen jetzt keine Themen irgendwie aus Berlin über Politik oder sonst was oder wenn in China irgendwas passiert ist, die machen wirklich nur hier lokal in Augsburg